Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße euch am Namen von der Geschäftsführung vom OGBL am Landesverband auf der ersten Mai-Feier 2022 hier an der Abtei Neumünster. Als ich wollte mir heute nach einer langen Covid-Krise endlich herum hier an diesem schönen Kader vom Neumünster ein schön gemütliches Familienfest zum Tag von der Arbeit feiern. Wie gewusst, sind wir leider noch immer nicht aus dieser sanitären Krise heraus, aber wir wissen heute noch immer nicht, wie es hier weitergeht. Da war das nicht genug, als in Europa ein furchtbarer Krieg ausgebrochen, welche verheerende Folgen bei der ukrainischen Bevölkerung mit sich gebracht hat, und aber auch schwere Konsequenzen für den Rest von der ganzen Welt. All das sterben viele unschuldige Menschen an der Ukraine. Und das alles, weil sture Politiker seinen territorialen Machtkampf um Buckel von der ukrainischen Bevölkerung ausdreht. Massiv Flüchtlingswellen bringt dieser Krieg mit sich auch auf Plötzeburg. Ein ganz großes Merci an all die Bürger, die Flüchtlinge daheim bei sich abgeholt haben, und an die Menschen an der Ukraine finanziell am Matelewskida unterstützen. Es muss endlich aber auch bewusst sein, dass momentan auch noch an andere Länder auf dieser Welt Krieg ist. Und dass wir heute zu Lützburg auch Flüchtlinge von hier am Land abgeholt haben. Als Regierung darf auf keinen Fall eine Zweiklassengesellschaft für Flüchtlinge zu Lützburg haben. Dafür fordern wir als OGBL, dass Flüchtlinge alle gut dieselbe Rechte müssen kriegen, egal welche Religion oder Hautfarbe sie haben und aus welchem Land sie kommen. Sie müssen alle dasselbe Recht auf Arbeit kriegen. Trotz aller Misere unter dem Eis haben wir als OGBL dezidiert, ein Familienfest um 1. Mai dieses Jahr herum hier am Neumünster aufzuhalten. Es kommt aber oft ernst wie geplant. Kürzlich hat als patronatsgesteuerte Regierung ein Tripartit abberufen. Wir zusammen mit den Patronatsvertretern und den Gewerkschaften noch Lösungen zu sichern, die aus der Energiekrise heraus sollte feiern, an der wir uns heute befinden. An der Elo durch den Krieg an der Ukraine noch viel mehr verstärkt die Nass. Am Vierfeld von der Tripartit wird als Präsidentin um letzten Nationalvorstand vom OGBL mit Unanimität ein ganz klares Mandat geruht. Konstruktiv proposen, den Verhandlungspartner an dieser Tripartit zu unterbreden. Das Proposen sollten all die Salarien, sowohl die Residenten wie auch die Frontalien, aber auch die Betriebe an dieser Krise helfen. Die Regierung unter der Tutelle vom Patronat wollte aber nichts davon wissen. Für sie gibt es just eine soziale Feindheit zu Lützburg. Und da ist der Index. An den sind wir schon lange und da an den Namen. Obwohl
Regierung an ihrer Regierungserklärung festgeschrieben hat, dass sie zum Index stehen, getaut, die durch den Krieg an der Ukraine verstärkten Energiekrise benutzt, für sich den Index auf die Licht zu holen. Und nutzen, wie so oft, eine Krisensituation aus für die Gewerkschaften massiv unter Druck zu setzen. Sie sollten aber bedenken, dass niemand dem schaffenden Volk, Klein- und mittelständischen Betriebe, auf lange Dauer auch Verlierer von einem manipulierten Indexwert sind, soll die Kaufkraft von ihren Klienten permanent raufgehen. Der Gewinner für solch eine Manipulation vom Index ist vor allem der Lützburgische Staat, als größter Patron von Lützburg, und auch der Finanzsektor, dem es ja aber blendend geht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, durch den Verrat an dieser Tripartit um Index sind wir gezwungen, gehen, haut auf die Straße zu gehen, für den Indexverräter ein ganz klaren Message zu geben. Wir lassen nicht so, dass der Index manipuliert wird, fangen wir weg vom Index. Dieser Slogan wird der Landesverband schon 1982 benutzt, um den Index zu verdienen. Du hast anfangs nicht auf uns gelauscht. Am 5. April 1982 stungen die Trierder auf der Lützburgischen Eisenbahn. Es leid und der Regierung, ob sie ihrem Revival von 1982 wollen. Also es ist nicht schon komisch, dass am Vierfeld von der Tripartit vom Stadtteil behauptet hat, dass wir, der NoGBL, an der letzten Zeit eine schwache Gewerkschaft gewähren. Bedeutet das, dass du in Angst für den NoGBL hörst? Dass die Behauptung nicht stimmt, Kolleginnen und Kollegen, haben wir mit Zahlen belegt. Und der beste Beweis, aber sie dir, die haut massiv aus dem Abruf von der 1. Mai-Manifestation für den Index nachkommen sieht, ein großes Merci euch alle Guten. Das soll der Regierung eine Warnung sein. Das ist noch immer Zeit, für zurückzurudern und sich noch einmal mit NoGBL und ihn durchzusetzen. Für konstruktiv auf wohe Lösungen gegen das Krieg zu sichern, an welchem wir uns aktuell befinden. Extrem bedauerlich ist es aber auch, dass die zwei Präsidenten vom LCGB und CGFP die am Vierfeld von dieser Tripartit zusammen mit dem NoGBL zum Index stungen. Das wären ganz schlimme Verhandlungsmomente mit schlimmen Beschuldigungen vom Patronat der Regierung gegen Gewerkschaften. Zum Schluss im Gefall sind.
Als Präsidentin hat sich jedenfalls nicht an der Tripartit einer Bottre gelassen.